Hallo liebe Götterfreunde und willkommen zu The Universum. Das Spiel habe ich schon vor einiger Zeit mal gespielt. Das ist leider wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Jetzt möchte ich da einfach nochmal reinschauen. Es hat sich ein bisschen was getan in der Entwicklung. Und auf die Reise möchte ich euch natürlich auch gerne mitnehmen. Bei dem Spiel ist man Gott oder man spielt als Gott. Man hat kleine Nuggets oder halt eben einfach Menschen, denen man beim Überleben und bei der Entwicklung helfen muss, von der Steinzeit bis in die Moderne. Das Spiel soll am 28. August 2018 auf Steam released werden. Bis dahin ist es als Early Access oder Vorabversion einfach schon mal verfügbar. Den Link zum Shop, wo man das Spiel beziehen kann, den packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Und bevor wir jetzt hier noch lange rumreden, würde ich sagen, springen wir einfach mal in ein neues Leben und dann seht ihr selbst, um was es bei dem Spiel genau geht, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Bis gleich. Willkommen Schöpfer und hallo zurück im Spiel. Wieder einmal möchten wir euch dafür danken, dass ihr eure Zeit und Anstrengungen zur Verbesserung von The Universum im Laufe seiner Entwicklung einsetzt. Das Spiel kommt gut voran, aber es ist noch in einem fehlerhaften und unfertigen Zustand. Diese frühe Veröffentlichungen sind in keiner Weise repräsentativ für das fertige Spiel und der Hauptzweck ist es, neue Funktionen und Systeme zu testen, während sie in das Hauptspiel integriert werden. Durch das Spielen und euer Feedback tragt ihr zur Gestaltung von The Universum bei und formt es in das, was es letztendlich sein wird. Haltet in den kommenden Monaten Ausschau nach neuen Updates und Features. Aber das Wichtigste von allen ist, habt Spaß! If you're playing The Universum for the very first time, we highly recommend playing it with tutorials enabled. Would you like to play with tutorials? Ja, we would like to play with tutorials. Das ist natürlich noch nicht ganz fertig übersetzt oder die Übersetzungen sind, ja, nicht fehlerhaft, aber passen nicht ganz auf die Buttons drauf. Die Steuerung mit WASD und der Maus, die klicke ich jetzt einfach mal weg, weil die ist jetzt nicht so super interessant. Wir beginnen damit, den Evolutionsturm zu platzieren. Jetzt ist es Zeit, den Evolutionsturm, das Herz einer neuen Zivilisation, an einem angemessenen Ort zu platzieren. Achtet darauf, einen geeigneten Standort zu wählen. Es ist wichtig, einen Standort zu wählen, der in der Nähe von wichtigen Ressourcen wie Wasser, Nahrung, Bäumen und Steinen ist. Sobald du den perfekten Platz gefunden hast, platziere dein Epizentrum einfach mit einem Linksklick. Dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Stelle raus. Da beginnen wir doch einfach mal. Was haben wir denn hier oben? Also hier wäre theoretisch eine schöne Stelle. Da haben wir Wasser, wir haben Bäume und wir haben Steine. Vielleicht finden wir noch was Besseres auf der Welt. Mit Shift können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Aber ich denke mal, da unten die Stelle, die hat mir schon ganz gut gefallen. Da haben wir nämlich auch Platz zum Bauen. Dann gehen wir einfach hier unten hin. Und bauen unseren Evolutionsturm mitten rein. Bist du sicher, dass du deinen Evolutionsturm hier platzieren möchtest? Ja, das bin ich. Gut gemacht. Du wirst sicherlich schnell Fortschritte machen. Um deinen Spielstand in The Universum zu speichern, benötigst du das Archiv. Stell es sicher, dass du bald eins baust, um später da weiterzumachen, wo du aufgehört hast. The Evolution Tower is the engine that drives the evolutionary progress of your civilization. Auf Englisch vorzulesen macht das Ganze, denke ich, keinen Sinn. Es geht beim Evolutionsturm im Endeffekt darum, dass wir auswählen können, welche Fortschritte unsere Nuggets erforschen sollen und wie die sich quasi weiterentwickeln können. Und wir können Mutationen zur DNA hinzufügen. So, dann können wir jetzt... Okay, es ist wirklich noch sehr, sehr wenig übersetzt. Blaue Perks sind Evolutionsperks und gelbe Perks sind, wie sie heißt, Mortal Perks. Ja. Ich denke mal, wir springen einfach mal schnell rein und schauen, was diese Perks uns dann im Einzelnen bringen. Wir haben zusätzlich noch grüne Perks, das sind Rare Perks und die lilanen sind Ultra Rare Perks. Die werden da nicht so oft auftauchen. Und es ist wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen oder daran zu halten oder daran zu denken, dass diese Evolutionsperks
sich erneuern, nachdem man einen erfolgreichen Erforschungsversuch hatte. Das heißt also, wir suchen uns einen Perk raus, erforschen den und dann gibt es andere Perks. Also man kann es nicht, also man muss sich entscheiden, einfach. Das heißt, wir fangen jetzt einfach direkt mal an zu bauen. Wir brauchen Hütten für unsere Nuggets, in denen sie leben können. Und wenn wir die gebaut haben, dann entwickeln oder dann kriegen wir mehr Nuggets. Ja, die pflanzen sich dann fort, sage ich mal. Jeder Nugget ist einzigartig und hat so seine eigenen Bedürfnisse. Die Nuggets brauchen Wasser, Essen und ja, einen Platz zum Ausruhen, wo sie sich erholen können, um einfach überleben zu können. Wenn es zu heiß oder zu kalt wird, kann es sein, dass sie sterben. Und den Entwicklern geht es eben darum, dass sich die Nuggets tatsächlich wie so reale lebende Kreaturen anfühlen, wie echte Menschen. Und wir sollen uns gut um die kümmern. Genau, mit der mittleren Maustaste können wir unsere göttlichen Fähigkeiten aufrufen. Und wir bauen jetzt, was bauen wir denn zuerst? Was haben wir denn hier gebaut? Eine Steinhütte. Da sind Kinder drin. Und wir bauen das, was wir bauen können. Wir können noch nicht sehr viel bauen. Ressourcenmanagement, Ressourcen. Ein Archiv. Dann bauen wir doch als erstes mal das Archiv, so wie das vorgeschlagen wurde, dass wir auch speichern können. Müssen wir nur schauen, wo wir das hinbauen können. Vielleicht bauen wir es auch einfach nach hier hinten. Hier passt es irgendwo, hat es hingepasst? Vorsichtig, langsam. Bin ich ein bisschen irritiert. Wir drehen das mal in die andere Richtung. So. Da können wir dann, wenn es fertig gebaut ist, wir priorisieren das Ganze mal, unseren Spielstand speichern. Ansonsten können wir jetzt anfangen zu erforschen. Einmal diese Evolution, also Mägen aus Stahl, als Beispiel jetzt. Ein Mangel an Hygiene hat auch seine Vorteile. Wenn ein Körper permanent Bakterien und Infektionen bekämpfen muss, passt er sich daran an. Also je ekliger die Lebensbedingungen, desto stärker das Immunsystem und deine Nuggets kriegen gerade ein wirklich starkes Immunsystem. Ob jetzt die Übersetzung dazu passt, ich weiß es nicht, weil Mägen aus Stahl würde ich jetzt eher mal drauf beziehen, dass sie mehr nicht so viel Hunger haben, aber anscheinend um so eine erhöhte Schmutzwasserresistenz und eine erhöhte Krankheitsresistenz gegen Leichen. Dann haben wir noch primitive Werkzeuge. Mit denen würde ich jetzt einfach mal beginnen, weil wir brauchen Werkzeuge zum Bauen. Ne? Das dauert eine Minute, bis das fertig ist. Einen zweiten Perk könnten wir eigentlich auch noch mit reinmachen. Und wir bauen ein primitives Wasserwerk. Wasser steuert Ebbe und Flut deiner Zivilisation. Diese wertvolle Ressource hat viele Einsatzmöglichkeiten. Entweder im täglichen Betrieb von Gebäuden oder, was noch wichtiger ist, es hält deine fleißigen Nuggets gesund und munter. Wasser ist etwas, das immer gebraucht wird. Deshalb ist es wichtig, der Welle voraus zu sein, solange du kannst. Wir bekommen als Effekte einen Brunnen, eine Wasserpumpe und einen Wasserspeicher. Packen wir zur Warteschlange mit dazu. Dadurch können dann unsere Nuggets hier auch was trinken. So, unser Archiv ist fertig. Jetzt können wir theoretisch hier unseren Spielstand eingeben und das Ganze schon speichern. Aber wir wollen erst noch ein bisschen weiterspielen. Wir gucken mal mit dem Ausbau-Epizentrum. Wir können hier noch nicht wirklich viel bauen. Das müssen wir alles noch erforschen erst. Die Erforschung von primitive Werkzeuge ist abgeschlossen und wird umgesetzt. Als nächstes kommt direkt hier unser Wasserwerk. Und Ledertaschen. Dadurch können wir unsere Tragekapazität erhöhen. Mit Bekleidung können wir die maximale Gesundheit der Nuggets erhöhen und sie haben was an. Noch sind wir im Sommer. Das ist von der Temperatur her, ne? Also brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Mit Muskelschmalz können wir die Nuggets stärker erhöhen und es hat sich wieder neu umgeändert. Zusätzliche Wasserkraft. Das ist jetzt ein Ultra-Rare-Perk.
Die Geschwindigkeiten der Brunnen sich auffüllen ist oft abhängig von ihrer Platzierung. Allerdings kann mit ein paar Rohren und etwas Graben die Nachfüllrate deutlich erhöht werden. Wir würden unsere Brunnenauffüllgeschwindigkeit also um 15% erhöhen. Jetzt schauen wir mal, was wir noch Sinnvolles machen können. Wir können die Pumpenleistung erhöhen und wir können die Brunnenauffüllgeschwindigkeit erhöhen. Dann erhöhen wir doch einfach mal, wir meinen mal das Ultra Rare. Nee, wir erforschen erstmal kleine Sachen. So, wir erhöhen erstmal die maximale Gesundheit. Und die Tragekapazität, das wird aber auch 16 Minuten dauern. Dann erhöhen wir mal die Pumpenleistung mit 8 Minuten. Und wir können neue Sachen, hier unten blinkt es schön, wir können neue Sachen bauen. Nämlich ein Reservoir, dafür brauchen wir 10 Holz und 10 Steine. Ein Reservoir ist praktisch, wenn du mehr Wasser erzeugst, als deine Zivilisation verbraucht. Der Überschuss an Wasser wird dort gespeichert und kann später verwendet werden, wenn die Versorgung versagt. Aber sei vorsichtig, Wasser in Reservoirs wird vom aktuellen Klima beeinflusst. Wasser kann gefrieren, wenn es zu kalt wird oder während einer Hitzewelle verdunsten. Nichtsdestotrotz bauen wir jetzt hier mal einen Wasserspeicher, weil was wir speichern können, speichern wir. Ressourcen. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Wasserpumpen können nur am Ufer gebaut werden. Klicke auf eine fertiggestellte Wasserpumpe, um die Informationen über Angebot und Nachfrage für Wasser angezeigt zu bekommen. Du kannst so viele Pumpen bauen, wie du willst, aber vergiss nicht, dass deine Fische auch Wasser brauchen, also pumpe nicht zu viel. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir unseren Fischen jetzt das ganze Wasser abziehen. Manche Gebäude verbrauchen Wasser in unterschiedlichen Mengen. Einige davon haben eigene Wasserspeicher, falls es zu Engpässen kommen sollte. Der aktuelle Wasserverbrauch eines Gebäudes wird durch den blauen Ring oben angezeigt. Sollte dieser rot werden, heißt das, dass seine Wasserversorgung nicht ausreicht, um dieses Gebäude zu betreiben. Okay, dann stellen wir jetzt einfach mal unsere Pumpe hier an die Küste. Nuggets berichten, dass Wasserpumpe voll funktionsfähig ist. So, wir haben 99,9% Wasser noch zur Verfügung, 30% Wasser wird ausgegeben, also die aktuelle Pumpleistung, und 2 Wasser brauchen wir. Oder das verbrauchen wir aktuell, das heißt 28 Wasser haben wir Überschuss. Demnach müsste dann eigentlich Verbrauch 23, genau hier steigt es jetzt langsam. Unser Reservoir steigt an. Und wir haben, oh, es ist sehr heiß, sehe ich gerade, 32 Grad. Also es kann, es dampft hier schon ein kleines bisschen. Ja, das Wasser kocht. Bei 35 Grad, es verdunstet uns direkt unser Wasser. Das ist nicht so schön. Expansion, Wetterstation, es muss im Freischalten noch was erforscht werden. Epizentrum, Ingenieure und ein Brunnen. Wollen wir noch einen Brunnen bauen? Na, wir lassen es erstmal. Wir haben ja, also das ist eine, hoppla, ich hab verklickt. Einmal hier haben wir unser Reservoir und einmal unseren Brunnen. Na, wo ist er denn jetzt? Da ist unser Brunnen. Mit dem wir quasi, wenn wir an den Feldern irgendwie was bräuchten, könnten wir da die Brunnen hinsetzen. Wenn du nach einem geeigneten Ort für deinen Brunnen suchst, siehst du eine Zahl neben der Bauvorschau. Diese Zahl zeigt an, wie schnell sich der Brunnen wieder auffüllt. Also suche einen Ort mit einer erhöhten Füllrate für einen effektiven Brunnen. Nehmen wir hier zum Beispiel 20 und da hinten 19. Also wir brauchen jetzt aktuell noch keinen, weil das Wasser ist jetzt hier ja in unmittelbarer Nähe. Was wir brauchen ist jetzt, was als nächstes was wir bauen können, ist eine Ingenieurshütte, um uns Werkzeuge zu bauen und letztlich auch noch andere Gebäude bauen zu können. Was ist denn dein Begehr? Hebt Ressourcen auf. Energie geht runter, oder Leben geht runter, Hunger geht runter. Wir konnten die sogar aufheben. Können wir die aufheben? Hallo? Hallo? Nein. Schade. Möchte nicht. Wir arbeiten auf jeden Fall selbstständig hier die Ressourcen ab, die wir brauchen. Ich könnte jetzt hier wieder
das mit den Ingenieuren priorisieren, aber ich meine, wir haben nichts aktuell, was wir sonst noch bauen. Deswegen erübrigt sich das auch mit dem Priorisieren ein kleines bisschen. Wir beschleunigen die Zeit jetzt noch. Und ansonsten von der Produktion her, wir können nichts bauen. Wir müssen erst erforschen. Und um weiter erforschen zu können, ein Krankenhaus können wir bauen, einen Friedhof, ein Wirtshaus. Um erforschen zu können, müsste eine Forschung abgeschlossen sein, was sie sogar ist. Self-Defense. Wir würden ja einen Verteidigungsturm bekommen, aber den brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Ich würde entweder mal eine Jagdhütte bauen oder erforschen oder eine Fischereihütte. Und kochen. So, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir forschen mal. Wir forschen mal für die Fischereihütte. Dann erforschen wir die Jagd. Weil wir brauchen natürlich dringend auch Nahrungsmittel. Wir müssen ja unsere Nuggets irgendwie mit Essen versorgen können. Theoretisch, dann machen wir das Wirtshaus direkt auch noch zur Schlange mit dazu. Diese Forschungszeit ist zum Glück nicht in Echtzeit, also die bezieht sich auch auf die Zeit im Spiel, was wir ja beschleunigen können. Das Gebäudename ist nun in der Lage, alleine zu stehen. Das ist sehr schön. Gebäudezustand ist gut. Dann können wir hier einen Nugget zuweisen. Wir können. So. Jetzt haben wir einen Nugget als Ingenieur zugewiesen. Also wir haben jetzt einen neuen Ingenieurs-Nugget. Das Gebäude hier verbraucht 3 Wasser. Unser Reservoir füllt sich auf und wir brauchen insgesamt 7. Also wir haben noch 23 Wasserüberschuss, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir sind da noch auf der sicheren Seite. Und sobald wir jetzt hier unsere Forschung abgeschlossen haben mit der Fischereihütte, Zeit, um eure Sommerkörper einzulagern. Der Herbst ist da. Dann wird es jetzt Zeit, weil im Winter lässt sich's natürlich. Oh, ich dachte schon, das Wasser ist weg. Aber es ist zum Glück noch, es ist zum Glück noch ausreichend da. Was passiert denn hier? Die machen Liebe. Da haut's die ganzen Steine durcheinander und das Bett knarzt. Ja, da haben sie sich schön Steine aufeinander gehäuft, um in ihrer kleinen gemütlichen Höhle ohne Berg ein bisschen pimpern zu können. Da bin ich doch mal brandneue Nuggets. Wuhu! Zwei alte, zwei neue und. Hat's gerade gedonnert oder hat irgendwas. Ich hoffe mal, dass das nur Donner war. Ich hoffe wirklich, dass das eine Donner war und nicht irgendwie ein riesen Säbelzahntiger oder irgendwas in der Richtung. Dass wir doch diesen Verteidigungsturm bräuchten. Oh, irgendjemand hat Wasser aus dem See getrunken. Offensichtlich war die sichtbare Schicht Müll nicht genug. Hat sich jemand infiziert? Ja, danke auch. Warum bist du so doof und trinkst doch aus dem See? Wir haben doch ein Wasserreservoir. Mann. Ihr seid so doof, ey. Göttliche Bestrafung. Warst du jemals Zeuge dieses seltsamen Phänomens, dass zwei Nuggets auf einmal geboren wurden? Dieses 2-in-1-Special sorgt für mehr Arbeitskraft. Diese Mutation erhöht die Wahrscheinlichkeit, bei der Geburt Zwillinge zu gebären. Im Inneren weißt du, warum es dir dabei geht. Du kannst diese Wunde also als Segen verkaufen, auch wenn mehr Mäuler zu stopfen sind. Aber das ist zum Glück nicht deine Sorge. So, Forschung. Mehr Arbeit ist immer gut. Weil vielleicht stirbt dir der ein oder andere Nugget mal. Das wäre natürlich ja mal schade, aber theoretisch möglich. So. In dem Ingenieurbüro tut nichts. Das ist schade, dass du nichts tust. Forschung. 30 Sekunden noch für die Fischerei. Und dann können wir nämlich anfangen, ein bisschen Nahrung zu produzieren. Weil ohne Nahrung, ich meine, ich weiß nicht, ob da noch irgendwo Pflanzen jetzt hier irgendwo sind. Reicht das?
Anscheinend kann ich als Gott die Welt ein bisschen durchschütteln. Entschuldigung, wenn euch jetzt ein bisschen schlecht geworden ist. Das wollte ich natürlich nicht. Wieso trinkst du? Was haben wir denn hier? Es sieht danach aus, als hätte der Nugget den Löffel abgegeben. Direkt er gesagt, er oder sie ist tot und wird bald verwesen. Vermodernde Leichen verbreiten Krankheiten, wenn man sich nicht um sie kümmert. Also solltest du etwas dagegen tun. Friedhöfe und Scheiterhaufen sind die Mittel der Wahl. Natürlich kannst du die Leichen mit deinen göttlichen Kräften bewegen. Sei doch vorsichtig, denn die Nuggets sehen es nicht gerne, wenn die Körper ihrer geliebten Verstorbenen ins All geschleudert werden. Okay, ich mit dem Wasserreservoir, ich baue jetzt einfach nochmal, wir bauen jetzt nochmal einen Brunnen. Ich verstehe nicht, warum die so doof sind und das Wasser aus dem See trinken. So, wo ist denn der Brunnen? Brunnen. So, Brunnen. Und parallel bauen wir eine Fischereihütte, um Nahrung zu bekommen. Und das Ganze wird priorisiert. Und jetzt suchen wir unseren toten Nugget. Geht essen. Wo ist denn der tote Nugget? Ich sehe jetzt aktuell. Was bist du denn? Du siehst ja fancy aus. Das würde ich jetzt mal als Hirsch bezeichnen, aber das ist echt. Das ist ein Federhirsch. Mit rotem Kopf. Der Rotkopf-Federhirsch ist normalerweise sehr scheu und traut sich nicht so nah an die Zivilisation dran, aber hier haben wir ein sehr, sehr mutiges Exemplar, was direkt mal die Bekanntschaft machen will mit den Nuggets und mit der Jagdhütte. Aber erst in 2 Minuten 30. Verdammt. Ist das... Halt, stopp. Kein Schnee? Nein. Es ist noch kein Winter, es war erst Herbst. Nein, nein, nein. Ach, scheiße. Ja, toll. Jetzt haben wir eine Fischereihütte und haben einen zugefrorenen See. Na, herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank auch. Dann müssen wir jetzt wirklich zusehen, dass wir schleunigst jagen können. Kann ich dich irgendwie... Feuer... Regenwolken, Freudenschub, Sturmwind, Tornado, Verjüngen. Nee. Ich würde gerne irgendwie beim Jagen mal helfen. Und ich würde gerne diesen toten Nugget finden. Wo ist denn hier einer gestorben? Wo? Irgendwo gammelt hier einer vor sich hin. Göttliche Bestrafung. Forschung abgeschlossen. Göttliche Bestrafung war aber diese Zwillingsgeburt. Was brauchen wir denn? Fischausweidezeit reduziert um 14%. Ja, dann erforschen wir mal das als nächstes. Wir können zwar jetzt die Fische aktuell nicht nutzen, einen Nugget zuweisen. Wir nehmen mal einen von den älteren Nuggets. Die Elu. Fischbestand haben wir... Ja, viel ist es nicht mehr. Wir haben nur noch 2.030.620 Fische. Das ist echt nicht viel. Und die Erforschung von Let the Hunt Begin ist abgeschlossen. Jagdhütte. Jagdhütte kommt direkt mal hier rüber. Irgendwo in die Nähe von ein bisschen... Von diesem... Wald. Ich lese gerade, einige Bürger sind heute Morgen auf dem Eis ausgerutscht. Niemand hat erwartet, dass der Winter so bald kommt. Ja, vor allen Dingen ich nicht. Verdammt. Priorisieren. Schnell. Schnell. Und wenn wir dabei sind, noch schneller. Steinhütte. Okay. Anscheinend macht hier gerade eine neue Familie ihre Hütte auf. Vielleicht wollte ich da was hinbauen. Hättet ihr mal fragen können?
Also Zeichen, die stehen auf Jagen. Ich hoffe, dass die was finden. Und dann müssen wir als nächstes dann, wenn wir gekocht haben, so eine Wirtschaft aufbauen, dass die was zu essen bekommen. Weil ohne Essen, da geht es nämlich jetzt dann gleich schon wieder bergab. Minus 19 Grad haben wir. Wir brauchen dann auch, wir brauchen Kleidung. Vielleicht so ein bisschen. Große Muckis. Und wir könnten die Pumpenleistung erhöhen. Will ich aber eigentlich alles nicht. Ich will Klamotten haben. Klamotten, wo könnte man überhaupt Klamotten bauen? Ist mal ganz doof gefragt. Im Wirtshaus wahrscheinlich eher nicht. Lokales Geschäft. Das ist einfach nur die Erholung. Auf der Farm können wir, klar, Getreide anbauen. Und ansonsten Steinraffinerie, Holzraffinerie. Da ist einer. So. Dieser Nugget hat keinen Schulabschluss. Ich würde jetzt aber gerne mal dich irgendwie aufheben. Ich muss mal kurz, ich guck mal ganz, ganz heimlich, guck ich mal kurz ins Menü. Und zwar, wie ich denn diese doofen Nuggets aufheben kann. Ja, die Gott-Interaktion mit Links-Steuerung. Aber das habe ich doch gemacht. Es leuchtet schön, aber ich kann sie nicht aufheben. Dann verfault sie halt. Dann verfault sie mitten auf dem Marktplatz. Leute, nehmt euch ein Beispiel dran. Sterbt nicht. Der Bau von Jagdhütte wurde abgeschlossen. So. Dann Arbeiter und oh Moment, Fischer. Lage diesem Gebäude zuweisen, ja. Tierart wählen. Kleine Tiere. Empfohlene Menge an Nuggets, die benötigt werden, um die Tiergröße zu jagen. Kleine Tiere. Fallentyp. Kleine Fallen. Dann baut er mal ein bisschen. Das mit dem. Ach ja. Das ist jetzt hier wieder. Sieht immer noch gefroren aus, ne? Das Eis ist geschmolzen. Auch einige Nuggets tauen bereits auf. Ja, dann muss ich jetzt hier doch wieder einen zuweisen. Dann weisen wir den Ingenieur hier mal zu, bis wir wieder mehr Nuggets haben. Und 15 Sekunden nur noch, bis das Kochen fertig ist. Was machst du? Angelst du gerade? Lady. Schuhfest. Oder Typ Schuhfest. Ah ne, Beruf Arbeiter. Aber der hat auch hier gerade. Wieso angelst du auf dem Land? Du Dummkopf. Wieso angelst du auf dem Land? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nur wirklich nicht. Wir bauen ein Wirtshaus. Ein Wirtshaus ist groß und ein Wirtshaus braucht Platz. Wo stellen wir dich denn hin? Wir stellen dich mal. Dann kommst du da hinten hin. Brandneue Nuggets. Ja, das ist schön. Wir brauchen nämlich Nuggets. Wir haben nämlich Nuggets verloren. Ja, okay. Fallen sind alle soweit fertig. Nur gefangen haben sie noch nichts. Bringt Beute. Geht zur Jagdhütte. Oh, bringt Beute. Ja, cool. Bringt Beute. Da. Haben sie ein ganzes Karnickel auf dem Rücken. Ja, perfekt. Super. Dann haben wir ja doch jetzt schon ein bisschen Glück. Haben wir hier schon Fische drin? Nein. Wir haben weder Fische, die ausgeweidet werden müssen. Ich hoffe mal, wenn es dieser Kringel vollgelaufen ist. Da draußen fährt Latyro rum.
Das ist gut, dass das Wasser wieder geschmolzen ist. Wir haben zwar nur 13 Grad, aber das reicht ja, dass wir noch ein bisschen angeln können, weil wir müssen irgendwie über den Winter kommen. Und wir müssen. Gut, die Kinder sind wahrscheinlich noch zu klein zum Arbeiten. Kinderarbeit ist ja verboten. Leider. Bei mir eigentlich nicht. Ich würde gerne Kinder arbeiten lassen. Aber da müssen wir warten. Da muss es halt einer alleine das Wirtshaus bauen. Hier, wie sieht's aus? Anzahl der Kinder? 2. Angelt immer noch. Okay. Ja, dann müssen wir da einfach mal drauf warten. Wir gucken mal, was wir als nächstes erforschen können. Lebensmittelkonservierung wäre vielleicht ganz gut. Größere Eimerbrunnenwasserkapazität brauchen wir eigentlich nicht. Nahrungszubereitung um 2 Sekunden reduziert. Wir machen mal die Wirtshausnahrungskapazität um plus 5%. Das können wir jetzt nicht erforschen, weil wir quasi links nur, links sind glaube ich diese Special Perks und rechts die normalen. Dann, wir erforschen jetzt einfach mal den Turm, weil wir aktuell eh nichts anderes erforschen können. So. Hier gammelt es weiter vor sich hin. Ich würde dich ja gerne aufheben. Ich kann sie nicht aufheben. Ja, gut. Ist so. Ist so. Können wir nicht ändern. Aber ich würde sagen, für heute hören wir erstmal wieder auf mit dem Spiel und fuchsen uns dann das nächste Mal noch ein bisschen durch, wenn es wieder heißt, verwirrt in The Universum. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Euch gefällt das Spiel. Wenn dem so war, dann lasst doch vielleicht mal einen Daumen oder ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.